So. Jäger und Sammler. Da liegt ein Gehirn auf meinem Acker. So, ja, ich würde sagen, wir lassen es erstmal bei denen. Ja, von mir aus, dann esst das gleich auf. So, zum Frühstück gibt's Gehirn. Prima. Was weg ist, ist weg. So, was war da hinten los? Ach, das Zuckerrohr ist auch gewachsen. So, jetzt können wir mal gucken, wie das übrigens wächst. Wenn wir jetzt mal zählen, das ist ja der eine Block, ne? 1, 2, 3. Mit dem hier 4. 1, 2, 3, 4. Das wäre hier. Das ist dann ja die Beleuchtung. Also es geht genau auf, Leute, wie ich gesagt habe. Ihr seht, ich habe mich nicht getäuscht. So, und jetzt können wir hier gleich, das was reingefallen, ich weiß. Zack, nehmen wir das gleich mit. Und dann können wir auch hier schön Zuckerrohr neu wieder anbauen. Der macht sich jetzt auch prima. Also auch die Produktion geht hier schon gut voran. So, gut. Alles nicht schlecht, alles schön, alles prima. Jetzt müssen wir tatsächlich aber langsam mal weitermachen hier mit unserem Ausbau. Ansonsten wird das hier nichts. So, jetzt gucken wir mal nach, wie es hier aussieht. Oh, es ist wieder zwei. Oh, diesmal sind zwei hier dazu gewachsen. Also es funktioniert, ist aber tatsächlich hier. Das dauert ja ewig. Also da müssen wir mal warten jetzt noch ein bisschen. Und dann können wir zumindest mal mit der Stallung anfangen. Mit den Hühnern. Und wenn wir die Hühner haben, geht es weiter hier mit den Wänden. Und in der Zeit, jetzt haben wir unser Inventar wieder ausgeleert, soweit, weißt du, was, komm, die nehmen wir jetzt auch noch mit. Was soll denn das hier? Wieder 20 dazu. Da will ich jetzt gar nicht hier großartig rumkaspern. Die knall ich da jetzt einfach noch ran. So, alles klar, und jetzt haben wir hier erstmal, jetzt geht das los mit den Kürbissen hier. So, was ist da im Inventar, das bleibt doch da nur wieder ewig liegen. Und so kann ich sie doch gleich nützlich. So, dann wachsen auch alle gleichzeitig. Prima. So, da wachsen auch schon die ersten. Guck mal, wie die sich hier freuen. Das ist doch geil. So, dann hat sich das auch erledigt. So, also jetzt rauche ich aber erstmal wirklich eine Zigarette. Die habe ich mir verdient, bin ich der Meinung, Leute. Weil, das war wirklich klasse. Wir sind nicht gestorben. Wir haben Kürbisse mitgebracht. Wir haben die Schneebälle mitgebracht für Deneter. Warum, zeige ich euch später. Wir haben die Bonustruhe gefunden. Wir haben uns ein bisschen die Gegend angeguckt. Wir haben den Kompass getestet, der funktioniert. Das ist auch geil. Und ja, jetzt fehlt ja nicht mehr viel. Jetzt bräuchte man noch die Melonen im Prinzip, ne? Die Netherwarzen, die kriegen wir automatisch. Und natürlich die Kakaobohnen. Die fehlen uns ja auch noch. Das heißt, wir brauchen einen Dschungel. Das wird ein bisschen schwieriger werden, den Dschungel zu finden. Und natürlich hier die Villager. Wobei, selbst wenn wir die Villager nicht finden sollten, im Notfall kloppe ich mich ein bisschen mit den Zombies rum. Wir haben ja da unten hier so einen Zombie-Spawner. Und die droppen ja auch hin und wieder mal eine Kartoffel oder ein Möhrchen. So, jetzt brauche ich aber erstmal die Büchse. Nämlich meine Tabakbüchse. Da ist nämlich lecker Tabak drin. Und das werde ich jetzt erstmal rauchen. Kinder, nichts für euch. Falls wir auch Kinder haben, die noch nicht 18 Jahre alt sind, ihr dürft nicht rauchen. Das sollte man nicht machen, weil es ungesund ist. Ja, das sagt jeder Erwachsene, aber rauchen tun sie selber. Ne? Wie paradox ist das denn? Ja, und da kennt er mich ja, ne? Von mir aus fängt er an zu rauchen. Ich gebe euch nur gesundheitlich den Tipp, macht es lieber nicht, weil wenn man da einmal dran hängt, ist es wirklich gar nicht so einfach, auch wenn man einen starken Wille hat, damit aufzuhören. Also das ist immer noch schon ein bisschen schwierig. Also fangt erst gar nicht an, spart da eine Menge Geld und eurer Gesundheit tut ihr auf jeden Fall auch was Besseres, als wenn ihr rauchen würdet. Ne? Aber müsst ihr selber entscheiden. Ich bin hier nicht der Moralapostel. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe, weil ich mache ja hier ein letztes Bild und so und muss euch ja nur unterhalten und nebenbei noch mich konzentrieren, um ein bisschen was zu bauen. Und ich bin gerade absolut happy, nämlich geil. Wir haben jetzt ein paar Sachen, ein paar Rohstoffe gefunden und das ist schon mal ganz gut. Ja, das hat sich doch gelohnt. Ja, Kohle haben wir nämlich jetzt auch. Ich würde sagen, da kümmern wir uns auch gleich mal drum um die Kohle, dass wir da erstmal wieder ein bisschen was Neues in den Öfen reinfeuern tun. Und dann kann ich ja tatsächlich auch mal anfangen, schon weiter hier Sachen hochzuziehen. Das ist so die Frage, ich will ja die Kühe hier auch noch drin haben. Ach so, das war ja das Problem gewesen, dass wenn ich das hier zumache. Die Kühe da nicht mehr reinkommen. Gut, dann müssen wir jetzt noch warten, bis wir die Wände weiter hochziehen. Ah, okay, hier, komm, noch ein bisschen schneller bitte, noch ein wenig schneller, noch ein wenig schneller. Oh, ei, ei, ei. Ah, das sieht ja auch wirklich geil aus hier, also, das ist ja auch toll. Ja gut, also das hier, das scheint hier noch ein bisschen zu gedeihen, also wie gesagt, kümmern wir uns dann halt jetzt erstmal um die Geschichte mit den, ups, mit der Kohle.
Die werden wir dann mal schön da reinbauen und dann werden wir uns dann mal, glaube ich, um die Diamanten kümmern und um Obsidian und um das Netherportal. Also das können wir in der Zeit, wie das da draußen da grün wird, können wir das ja uns schon mal zu Nutzen machen, oder? Bin ich der Meinung. So, jetzt gucken wir erstmal hier nach, ob hier schon mal was abgeglimmt ist. Ja, prima, da ist ein Stacken wieder fertig. Da ist ein angefangenes Stacken fertig. Macht nichts, nehme ich mal mit. Das nehmen wir raus. Da ist wieder ein Stacken fertig. Da ist auch was fertig. Also wir könnten tatsächlich auch schon anfangen. Wenn ich das so richtig sehe. Komm, machen wir gleich mal eins rein. Achso, da haben wir jetzt keins bei, okay. So, dann haben wir hier wieder eins fertig. Und hier 48, so. Mal kurz mal sortieren, dann ist da wieder eins fertig. Und da, na so, so eine angefangenen immer. So, dann ist da wieder fertig. Also einiges ist hier, das ist gut, dass hier einiges... So. Und da hinten ist noch einer. Und dann wieder 64 fertig. Ja, klasse. So, dann können wir das ja gleich mal aufteilen. Also hier, das wird jetzt langsam immer mehr und es erfreut mich riesig, dass das hier mehr wird. Weil damit sind die alle schon geschmolzen und damit haben wir schon mal eine ganz gute Grundlage. Das finde ich klasse. So, und in der Zeit... Nee, falsche Kiste. Oh Gott. Alter, was haben wir denn hier an Cobblestones? Ey, das ist ja auch gruselig. So, dann nehmen wir uns nämlich jetzt erstmal ein paar mit hier. Die werden wir da jetzt nämlich erstmal zum Befeuern nutzen. Dann kloppen wir da jetzt nämlich mal alle rein. Was wir haben, haben wir. Ah, da sind 64 drin. So, da fehlen jetzt noch welche. Schwuppdiwupp. So, dann hier auch noch gleich rein. Zack, schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp. Kohle haben wir, wie gesagt, mitgebracht. So, einmal da rein. Da noch einmal rein. Da ist auch noch Platz. So. Und dann werden wir da jetzt doch mal schon mal ein bisschen Kohle reinschmeißen. In der Zeit. Komm, teilen wir das mal schön brav auf. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ne? So, hier machen wir 6 draus und 6. So, dann kloppen wir das schon mal in die Öfen rein hier. Was brennt, brennt, bin ich immer der Meinung. So, hier machen wir mal ruhig einen 11er rein. Da ist nur 1 drin. Das heißt, da machen wir mal ein bisschen mehr rein. Da sind 4 drin, das wird auch nicht reichen. Da machen wir da auch mal ein bisschen mehr rein. Hier, da ist ganz aus. Da machen wir gleich mal 8 rein. Da hinten hier, oh, da muss auch erstmal rein. So, zack. Was ist da unten Phase? Ja, komm, da machen wir auch gleich rein. Hier kann auch noch einer rein. So, und damit sind die doch schon mal alle im Gebrauch. So, da fehlt noch einer. Da fehlt beides und da fehlt beides. Also 2 Stecken und ein paar Mal Kohle noch. Stecken kein Problem. Haben wir hier drin. Zu Genüge. 2 oder 3 haben gefehlt. Weiß ich gar nicht. Na, ich nehme mal 3 mit. So, und dann nochmal ein bisschen Kohle. Die teile ich mir wieder auf. Zack und zack. Hoffe, das wird jetzt reichen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann sind wir halt ein paar Angefangene. So, einmal rein damit. Und gleich 8 Stück. Und hier genauso. Naja, da machen wir mal 4 Stück. Und was war da los? Naja, komm. Da sind welche drin und den heben wir halt auf. So. So einfach ist das. So, alle Öfen sind in Betrieb. So muss das sein. Das muss hier ordentlich rumglimmen. Und wenn wir zurückkommen, dann ist das quasi auch schon wieder schön geschmolzen. Das ist ja Sinn der ganzen Sache. Und somit werden die Cleanies immer mehr. Hm. Und die werden wir ja auch brauchen, wie gesagt, für Steinziegel. Und um letztendlich auch unsere Wand hochzuziehen. Was wir theoretisch jetzt auch machen könnten, wenn wir wollen. Ja, wollen wir das jetzt einfach mal machen oder nicht machen? Ach, ich bin immer so... Ich will immer alles auf einmal am liebsten. Was ist denn jetzt hier los? So. Weißt du was? Nehmen wir ein paar mit. So, warum mache ich das? Ich will jetzt irgendwie da weiterbauen. Ich habe das gerade Bock zu. Irgendwie habe ich jetzt Bock, da noch eine Wand hochzuziehen. Das mache ich jetzt an der Stelle einfach mal. Gerade so ein schöner Tag, so ein schöner Morgen. Und ich finde, man kann da hinten jetzt anfangen,
die Wand hochzuziehen. Warum eigentlich nicht? Da haben wir ja eh schon angefangen. Jump, 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 jump. Lauf, 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 lauf. Marathon, Marathon, ja. So, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Wasser wieder. Ich hoffe nicht, dass ich hier wieder einen auf Suizid mache. Und trotz Wasser auf einmal voll daneben springe. Was immer wieder mal passieren kann. So, nämlich ich werde jetzt mal versuchen, diese Wand hier hochzuziehen. Und hier haben wir ja eh gesagt, ne? Das, was ist das, das ist die Außenwand? Das heißt, hier kommt eh. Das heißt, ich werde hier durchaus mal. Ja, das ist ja völliger Quatsch, was ich hier mache. Also so. Habe ich eigentlich eine Schaufel? Ja. Habe ich bei. So, dann fangen wir einfach mal an. Schauen, ob das so funktioniert, wie ich es mir denke. Ja, müsste reichen. So, alles ist mit Wasser bedeckt. Ja, und dann werde ich jetzt bis hierhin die schon mal setzen. Und dann ziehe ich die Dinger nämlich jetzt erstmal hoch. Und jetzt ist nur die Frage, wo ziehe ich da? Fange ich an, was hochzuziehen? Das ist ja eine Sechserreihe. Das ist eine Außenwand hier. Ach, das ist die Außenwand. Okay. Das bedeutet ja im Prinzip, dass ich hier schon wieder falsch gebaut habe. Sag mal, sind das hier Kabels oder sind das... Ach, es geht ja schon wieder gut los, Leute. Es geht ja schon wieder gut los. Es sind Kabels zum... Das ist natürlich Quatsch, was ich hier mache. Das sollen ja keine Kabels werden. Da mache ich schon wieder Blödsinn, wie ihr seht. Ja, und um mich nicht zu verbauen, das ist mir jetzt eh zu blöd, da werde ich jetzt wie folgt vorgehen. Ich werde jetzt das immer im Zweierabstand machen. Die Kabels, die nehme ich jetzt raus. Nehme mir dafür so ein Stack hier rein. Oder auch gleich zwei oder drei. Und jetzt werde ich hier systematisch, genau, werde ich die Dinger einfach jetzt immer hochziehen. So ist es richtig. Das sind ja die Cleanies. Die sehen hier aber auch wirklich immer gleich aus. Fast von der Textur. Die sind ein bisschen heller. Aber ansonsten sind die fast gleich, finde ich. So. Na, wie hoch müssen wir? Oh, da müssen wir noch ein bisschen. Es wird mir wieder schwindelig hier. Ich hoffe nur, dass nicht zu viel Schatten ist. Dass wir da das Problem haben. Noch ein bisschen. Eine muss ich noch höher, glaube ich. Dass wir nicht das Problem haben. Komme ich da ran? Nö, das war klar. So. Oh, ist das hoch, ey. Oh! Oh! Hat funktioniert. Ich wollte sagen, so dass wir nicht das Problem haben, dass wir zu viel Schatteneinwirkung haben, sodass unser Gemüse da nicht mehr wächst. Das wäre ja wirklich ein bisschen blöd auch. Aber naja, ich hoffe mal nicht. So, die nächsten werden übrigens hier. Es sind wieder zwei. Das haben wir ja gesagt, ist der einfachste Weg irgendwie, um das zu machen. So. Zack, 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 zack. Na du. Ah, erstes Decken ist weg. Ja, ja, das verbraucht sich natürlich, ne? Aber jetzt hatten wir ja so ein paar schon auf Vorrat. Das ist ganz gut, denke ich, dass wir die auf Vorrat haben. Ja. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das hier richtig ist. Ich hoffe das einfach mal. Oh! So. Heieiei. So, und beim nächsten wäre hier, ja. Dann müssen wir jetzt da weitermachen. Und dann haben wir das doch schon mal hochgezogen. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Dann hat man da auch schon wieder ein Stückchen weitergekommen. Was ja dann auch in Ordnung ist. So.
Weil gesetzt müssen sie so oder so werden. Also ich finde diese Season hier, die ist ziemlich produktiv. Also wenn ich mir überlege, was wir alle schon gemacht haben, das ist schon. Jetzt ist das hier schon wieder alle. Das ist das nächste. Also da ist das schon wirklich dufte, finde ich. Ist das jetzt hier richtig eigentlich mit denen, dass ich das hier so mache? Ich glaube schon. So. Oh. Oh, mein Magen dreht sich jedes Mal neu um. Ja, cool. Ja, jetzt müsste man hier theoretisch die 6er-Wand, die müsste man eigentlich auch noch hochziehen. So dass es dann, ja, richtig dann auch ist. Nur da müsste ich das Wasser dann so ein bisschen versetzen. Aber ich glaube, hier kommen wir auch noch einmal hoch, müsste noch klappen. Ach, guck mal, da ist schon der erste gewachsen. Da ist schon der erste Kürbis gewachsen. Geil. Und hier, die gedeihen alle richtig prima. Mann, da kann man ja fast zugucken. Super. Mensch, das klappt doch alles prima. So, dann geht's jetzt erstmal weiter hier. Nämlich hier weiter mit dem Cleanies. So. Dann haben wir doch da auch wieder ein Stückchen was geschafft. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Und ich habe nichts zu essen bei. Na geil. Pass auf, und gleich falle ich runter. Und da bin ich schon wieder tot. Jetzt habe ich mich hier zu hoch gebaut. So, jetzt vorsichtig. Oh, aber ganz knapp an der Kante. Habt ihr gesehen? Ja, ich hole mir jetzt was zu essen. Meine Güte, ey. Meine Güte. Ja, ich hole ja schon was zu essen. Ja, ist gut. Ach. Aber wie schnell man hier aber auch Hunger kriegt, ne? Naja, gut, das Männchen, das muss ja auch viel arbeiten. Na, Essen habe ich ja zum Glück, da ich ja Brot. Ist ja wie so ein Uhrzeiger, ne? Der dann immer hier, komm. Ja, hier, komm, jetzt knallst du hier Brot rein. So, ist ja gut hier, so. So, jetzt hat er erstmal eine Runde Brot hier. Okay. So, bei der Gelegenheit hole ich mir erstmal gleich mal neue Steine. Wo wir doch schon mal dabei sind. Da haben wir ja noch genug. Also, dann nehmen wir doch erstmal gleich mal wieder ein bisschen mit hier. Packen wir mal ein die Bude. Jetzt wird da größenwahnsinnig. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder einen vollen Magen. Und wieso renne ich hier eigentlich mit Kürbiskern durch die Gegend? Die können wir eigentlich auch mal da reinpacken. Genauso wie hier die Steinhacke. Die können wir da auch reinpacken. Die ist da erstmal überflüssig, würde ich sagen. So. Prima. So. Dann sind wir erstmal wieder gestärkt für die nächste. Wow. Aber guck mal, ich glaube, es ist wieder. Oder es ist eine optische Täuschung. Aber ich glaube, das könnte sogar noch ein bisschen höher sein. Weiß ich jetzt nicht, aber. Sieht zumindest danach aus, so wie ob es noch ein bisschen zu, ja, flach ist. Das wird sich ja dann zeigen. So, auf jeden Fall haben wir das erstmal soweit in den Griff bekommen. Das heißt, jetzt werden wir mal hier die Sechserwand uns schon mal vorknüpfen. Wasser zwacke ich erstmal wieder hier ab. Genauso wie ich es hier abzwacken tue. Da können wir dann jetzt von mir aus die Erde reinpacken wieder. So. Zack. Hat ja ganz gut funktioniert. So, und ja, dann würde das hier weitergehen mit der 6er. Sind doch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 exakt. So, das heißt, ich werde hier. Ja, jetzt ist er ganz vorsichtig geworden, ne? So, ist er ganz vorsichtig. Jetzt macht er schon eine doppelte. Ich bin halt ein ängstlicher Mensch, ne? So. Und jetzt bin ich auch am Überlegen, wie ich das jetzt hier wieder rum hinkriege. Kann ich hier hochspringen? Kann ich nicht. Ja. Das muss ich dann halt wegnehmen. So. Ja, und jetzt geht's im Prinzip hier ganz normal weiter.
mit diesem Stein. Den Kabeln muss ich natürlich wieder draußen lassen, ist ja logisch. So, und jetzt können wir schon mal die Sechserreihe hier nämlich verschließen. Die ist ja von der langen Wand, wenn man so will. So. Zack, zack. 1, 2, 3. Ah, und zack. Dann haben wir auch gleich die Höhe, weil die müsste ja angrenzend sein. Ich hoffe nur, dass das nicht zu schattig dann wird mit unserem Acker. Weil solange wir kein Glowstone haben, ist das immer ein bisschen so eine Sache. Gerade bei so einem hohen Gebäude. Das hatte ich nämlich schon mal gehabt beim Cave Design. Da habe ich mich auch schon gefreut. Ach geil, machst du da schön Acker anbauen. Und dann habe ich ringsrum da meine Wände schon gemacht, hatte aber noch kein Glowstone. Und auf einmal ist mir die Ernte da eingegangen. Und das war dann natürlich auch erstmal richtig ärgerlich. Habe ich ein ganzes Feld verarscht, versaut, ja. Das war ein bisschen blöd. Aber naja. Wollen wir mal hoffen, dass hier noch genug Sonne kommt. Wenn nicht, müssen wir halt, wie gesagt, einfach mal in den Nether gehen. Das wollte ich ja eigentlich machen. Ich wollte mir eigentlich Obsidian gerade herstellen. Aber nun gut. So, kann ja immer anders kommen, als es ist, ne? So. Zack, zack. Zack und zack und zack. Aber man merkt auch jetzt hier in dieser Season, dass wir nicht mehr ganz so viel abbauen. Also das heißt, die ersten Abbauaktionen aus den ersten Parts, die sind soweit jetzt erstmal durch. Das ist auch sehr gut, dass die durch sind. So, aha, guckt mal an, Leute. Hier sehen wir es eindeutig. Hier können wir auf jeden Fall höher gehen. Da haben wir uns deutlich vertan, was das angeht. Ich werde mir mal kurz einen Markierungsblock setzen, dass ich weiß, wo ich runterspringen muss. Und dann kann ich jetzt hier nämlich noch das eben mal gerade machen, den ganzen Spaß. So. 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 Was ist denn hier passiert? So. Ja, jetzt könnte ich theoretisch ja bis da rüber ziehen. Mache ich aber nicht, weil ja auch wieder da eine Kante ist und da habe ich keine Lust, mich zu verbauen. Aus dem Grund entscheide ich mich, das nicht zu tun. Zumindest haben wir jetzt aber erstmal die richtige Höhe. So, und jetzt müsste hier theoretisch Wasser sein. Ich gehe aber mal lieber hier lang. Das sieht mir zu... Alter, das sieht immer so hoch aus. Nein! Boah! Boah, geil. So, irgendwas stimmt hier aber nicht. Oder täuscht das schon wieder? Das täuscht. Das ist immer so eine optische Täuschung. Das ist blöd bei so einem Gebäude. Also das in Minecraft irgendwie... Ja, das ist ja... Wir waren ja gerade oben. Das ist ja hundertprozentig die richtige Höhe. Definitiv. Ja, hier kommen dann quasi dann die Querverstrebungen dann rein. Da orientiere ich... Also da muss ich theoretisch nur eine Reihe richtig machen. Und dann kann ich mich dann genauso wie bei neulich dann auch... an der anderen Seite auch nachrichten. Das geht ja zum Glück immer. So, jetzt machen wir erstmal mit der Eimer weiter. Zack. Und zack. Das kann jetzt übrigens wieder weg. Und der zweite muss... Sogar drei. So, der kann auch weg. So. Ja. Und jetzt geht das hier im Prinzip weiter. Das heißt, der nächste Graben kommt dann hier rein. So. Vorsichtig immer, ne? So. Zack. Und zack. Prima. So, also, dann machen wir die Eimer erstmal wieder weg. Nehmen wir uns mal durchaus die Dinger hier mal wieder mit rein. So, und es geht weiter mit dem Spaß. Nämlich mit dem hier. Das ist jetzt der nächste. Den wir jetzt hochbauen. Eigentlich könnte man die Verstrebungen... Also wenn man ganz clever ist, könnte man jetzt theoretisch auch so machen. Die Verstrebungen. Eigentlich. Soll ich das mal probieren? Nein, mache ich beim nächsten Mal. Dann probiere ich das mal. Dann müssen wir eigentlich nur abzählen. Das müsste eigentlich klappen.
Weil wenn man sich schon auf diese Methode hochbaut, könnte man jetzt eigentlich auch hier diese Querverstrebung immer reinsetzen. Dann erspart man sich das nachträgliche Hochbuddeln. Nur dann muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht verzählt, ne? Das ist natürlich wieder diese optische Täuschung, die dann einen oft zum Verhängnis wird. Aber naja. So.